Wir rufen dich in unserer Mitte, in jedem einzelnen Herzen drin wach. Steh auf, Herr, dass wir erkennen, wer du bist, wie du bist, wer wir sind, wie wir sein dürfen in dir. Lass uns deine Kraft in uns finden. Lass uns unsere Verantwortlichkeit erkennen. Lass den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis von dir und uns wirksam sein. Dieses Wort wird. Es wird in uns, es schafft uns, es macht uns zu dem, wozu wir gesetzt, berufen, erwählt sind. Und kein Teufel raubt es uns. Das Wort lebt und es aufersteht in uns, in Jesu Namen. Amen. 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 Gut, jetzt gehen wir ein bisschen ans Eingemachte. Haben wir so versprochen, gell? In der Einleitung haben wir uns mit dem unfassbar Bösen beschäftigt und ich darf hier noch einmal wiederholen, das war nur Spitzchen des Eisberges. Das waren nur 12 Minuten, kleine Streiflichter von mir, 12 Minuten von Jan Henoch, Streiflichter, Streiflichter des Verderbens. Es genügt, um festzustellen, der Teufel ist nicht einfach nur eine mystische Vorstellung, er hat Gestalt genommen hier unten. Gestalt in Menschen, Gestalt aber auch, wenn man mal diese Masten ein bisschen so ansieht, in technischen Hörnern, die hier unten auf uns einstechen. Ich sag's mal mit diesen bildlichen Begriffen. Und das ist nur ein kleiner Teil davon. Man kann es nicht zusammenzählen. Würde man es auf einen Blick sehen, man könnte so wenig am Leben bleiben, wie wenn man Gottes Herrlichkeit auf einen Blick sähe. Wir sind nicht dazu geschaffen, so eine Fülle auf einmal aufzunehmen oder zu begegnen. Da platzen wir wie ein Luftballon, der zu viel Luft drin hat. Also all dieses Böse steht uns nun vor Augen. Die Bibel verwendet in Offenbarung so ein Bild von einem kosmischen Drachen. Es ist wie wenn du an den Himmel hochschaust und einen Drachen siehst, der mit seinem Schwanz einen Drittel der Sterne, die du sehen kannst, wegwischen kann. So groß, so gewaltig, so furchterregend ist er. So beschreibt das biblische Bild dieses Unwesen, dieses teuflische Unwesen, das sich hier unten breit macht, eine unsägliche Übermacht. Und der Einzelne schreit zunächst einmal ganz berechtigt, verständlicherweise, da kann man nichts tun, da kann ich nichts tun. Und das ist vielleicht die leidigste Propaganda, die jemals an mein Ohr gekommen ist und immer wieder kommt. Wir machen uns doch immerhin seit 40 Jahren auf, den Menschen zu sagen, was auf sie zukommt und sie zu erwecken, sie aufzuwecken, dass sie sich beteiligen, dass sie wach werden und merken, was rundherum geschieht. Vor noch 40 Jahren sagte dir jeder, was hast du denn so schön auf der Welt? Was hast du mit Sünde und mit Bösem? Schau doch, ist alles gut. Und da waren die Leute davon überzeugt. 99 von 100 haben so reagiert. Es war buchstäblich die Hölle, wenn du es siehst. Wenn du es vorweg sehen kannst, das ist das Prophetische in den Menschen, das Frühwarnsystem. Wenn du so eines bist und du siehst die Tragödie auf dich zukommen und alle Leute sind am Eislecken und vergnügen sich hier unten und merken nichts davon, weil sie von der ganzen Mainstream-Geschichte abgeschleift sind und in ihren Filmen und Fantasien und ihrem Luxus und allem Ablenkenden drin schwelgen. Das war die Hölle, vorweg die Hölle. Aber das Schlimmste war die Ignoranz, die Gleichgültigkeit der Menschen. Ja? Und du siehst es und kannst sie nicht gewinnen, weil sie schlafen. Heute ist es genau umgekehrt. Heute kannst du, früher konntest du 100 befragen, 99 sagten, was hast du denn? Heute kannst du 100 befragen und 99 sagen, ich spüre es, ich sehe es, aber was kann man nicht, man kann nichts machen. Also sind sie von der einen Seite, von der anderen vom Pferd gefallen. Zuerst, ich sehe nichts, da ist nichts, diese Seite runter. Und jetzt, da kann man eh nichts machen, fallen sie auf der anderen Seite runter. Ein echter Kampf, ein echter Skandal, ein echter Geisterkampf, muss man sagen. Und ich muss jedem recht geben, der sagt, da kann ich nichts dagegen tun als Alleiniger. Stimmt. Wir geben dir recht, wir geben auch jedem hier drin, falls noch welche hier sind, die das in Herzen tragen, wir geben dir zuerst einmal recht und sagen, das stimmt, das ist korrekt, da kannst du als Einzelner nichts tun.
Und wenn jemand anders hier drin ist und sagt, ja, aber auch mit dieser Gruppe, die ist auch viel zu klein, ich gebe dir recht, du hast recht, es stimmt. Auch wir als Gruppe können nichts tun. Aber du bist heute hierher versammelt worden, um eine Botschaft zu hören, die eben nicht bei dir stehen bleibt, die nicht bei uns hier in diesem Saal stehen bleibt, auch nicht mit unseren 20 Übertragungsländern. Wir wissen, dass das immer noch ein Tropfen auf einen heißen Stein, um nicht zu sagen glühenden Stein ist. Es wird nie reichen. Ja? Aber wir haben eine Botschaft. Wir haben eine Botschaft, die uns mit etwas zusammenfügt, mit etwas zusammenlinkt, mit dem die Menschen nicht gerechnet haben. Und das ist wichtig. Ich verweise zuerst einmal auf das, was schon im Einladungszettel geschrieben stand. Ich wollte das schon ein bisschen vorinformiert sein, was da auf euch zukommt. Was wir nämlich nicht gerechnet haben damit, ist, dass dieses sozusagen unumgängliche Todesurteil, das wir hier auf uns zukommen sehen, und ich bezeichne es mal so, wenn du all diese Schreckensnachrichten hörst, das ist ein unumgängliches Todesurteil, wenn jeder darüber sagt, da kann ich nichts tun, da können wir nichts tun. Ja? Aber die wenigsten rechnen damit, dass wir im Zuge dieser Ereignisse, dass sich dieses Böse, dieses teuflische und dämonische derart komprimiert und auf uns zubewegt, dass hier Gesetzmäßigkeiten der Schöpfung ins Spiel kommen. Ich sag's mal so, so wie eine Gebärende ohne Presswehen, ohne Wehen nicht gebären kann, so kann das, was in uns angelegt ist, was in uns der Menschheit geworden ist, stell dir mal die ganze Menschheit so wie schwanger vor, kann das nicht hervorkommen, was in uns drin heranwächst, es sei solche gewaltigen Wehen, pressen uns, drücken auf die Menschheit ein, erwecken uns, bringen uns von uns selber weg. Meine wunderbare Frau hat 11 Kinder geboren. Ich war bei jedem einzelnen, bei jeder Geburt dabei. Einige davon habe ich selber entbunden. Ja. Und ich weiß, was das bedeutet, wenn eine Frau in diese Todesstunde kommt. Du denkst, es geht alles schief. Du denkst, das kann nicht mehr mit guten Dingen zu und her gehen. Aber es waren immer die Presswehen, es waren immer die Dinge, die meine Frau am schlimmsten erlebt hat, war eigentlich das Geheimnis, das Unterstützendste dabei. Meine Mutter berichtete bei meiner Geburt, dass genau das gefehlt hat. Die Wehen gingen zurück, die Presswehen gingen zurück, aus welchen Gründen auch immer. Oh, da war sie verloren. Und dann beschrieb sie diesen qualvollen Prozess, weil die Wehen gefehlt hatten, mussten die Ärzte von außen nachhelfen. Und das war, ich weiß nicht, um ein Vielfaches schlimmer für sie. Wenn da große, stämmige Ärzte auf dem Bauch rumknien, mit dem Knie und allen möglichen Mitteln, weil keine Wehen da waren. Seht ihr den Vergleich? Das ist ein Bild. Ja? Jesus hat oft von Geburtswehen geredet, wenn er von der Endzeit geredet hat. Es sind Gesetzmäßigkeiten. Wir müssen die Dinge anders sehen lernen. Wir dürfen nicht, und das ist unser großer Fehler, wir dürfen nicht von uns selber ausgehen. Ja? Wir müssen von dem ausgehen, was Naturgesetze sind. Ja? Also, auf dem Zettel haben wir gelesen, beim Einladungszettel, wenn Naturgesetze in Gange kommen, wenn sich ein Schwarm bildet, geschieht das wie aus dem Nichts. Da ist nicht mal ein Mensch an der Arbeit, der etwas organisiert. Natürlich sind Menschen an der Arbeit, die was organisieren, aber nicht, weil der Mensch sich selber dazu ermächtigt hätte, nicht weil der Mensch sich selber hätte mobilisieren können, sondern weil er in die Wehen geraten ist vorab. Und weil überall auf der Welt dasselbe geschieht. Du denkst, wenn du so kämpfst allein, du bist mausallein hier unten und begreifst nicht, dass überall auf der Welt dasselbe geschieht, dass überall Menschen sind im Verborgenen, die heranreifen und plötzlich kommt das wie ein Wunder vor unseren Augen, aber vor den Augen Gottes als ganz natürliche Gesetzmäßigkeit zustande. Plötzlich bildet sich wie aus dem Nichts ein Schwarm. Wir erleben das von 0 auf 100, aber vorab habt über Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte, etwas gewirkt. Und wer sich ein bisschen in der Ahnenkunde auskennt, der weiß, man kann Erlebnisse, Erfahrungen der Vorfahren erben. Ich bin nicht zufällig ein Prediger. Wenn ich meine Ahnengeschichte schaue, gibt es eine ganze Linie, die waren alles Prediger, alles Bibellehrer. Ja? Ich wollte um alles in der Welt nichts mit dem Christentum, mit Gott oder was zu tun haben. Aber da war ein Erbe, das hat mich eingeholt, siehst du.
Und das hat mich dahin geführt, wo ich stehe, was ich tue mein ganzes Leben lang. Ja. Wie aus dem Nichts scheint es, aber nein, es ist über Jahrhunderte geworden. Das, was die Ahnen schon getrieben haben, kommt wie ein Erbe. Wenn du Geld und ein Haus oder was erbst, erbst du auch Taten, erbst du auch geistliche Errungenschaften. Plötzlich wie aus dem Nichts taucht das auf. Wann? Dann, wenn die Zeit reif ist, wenn die Wehen ansetzen, wenn sich das ganz verdichtet hat. Und die gute Kunde, ich habe sie euch im Vorfeld schon enthüllt, diese Dinge, die dann zustande kommen, wenn plötzlich ein Schwarm sich bildet, weil das ein Naturgesetz ist, wenn die Gefahr groß wird, bilden sich Schwärme, sowohl bei den Tieren als auch bei den Menschen. Plötzlich ist das himmelhoch überlegen. Und damit hat niemand gerechnet. Das kann auch in meinem Ratio sich nur schwer niederlassen, obwohl ich mich Jahrzehnte mit diesen Dingen beschäftige, sie sehe, sie erkenne. Es ist schwierig, aber das Besondere ist, genau davon hängt es eben nicht ab, dass mein Ratio das packen kann. Sonst könnte ich mich möglicherweise organisieren. Und du siehst ja, wir organisieren uns. Aber nicht, weil das aus meinem Können oder Kalkül heraus geboren wäre, sondern weil da etwas wirkt in mir. Seht ihr? Es gibt Wirkungen hier unten. Wir werden von Wirkungen von früh bis spät umgeben und darum führt es plötzlich eine himmelhohe, überlegene Dimension hinein, wenn wir das richtig berühren, wenn wir richtig umgehen damit, wie wir umgehen sollen. Plötzlich werden wir absolut unbezwingbar, obgleich jeder Einzelne in sich der Ohnmacht rühmen kann. Jeder Einzelne sagt, ich kann unmöglich was machen, aber wenn dieses Gemeinsame entsteht das ganz Besondere, weil es geht um himmlische, kosmische Werdeprozesse, die jetzt im Gange sind. Es geht um Werdetriebe vom Himmel her. Es geht um eingeplante Phasen, die in der Schöpfung so eingeplant sind, wie das Kind, das im 9. Monat so weit ist, dass es rauskommen will. Wie die Wehen einer Gebärenden. Hier möchte ich, und wisst ihr, ein Tag reicht ja nie aus. Auch heute ist er mit einer kleinen Bibelschule, wenn man so will. Aber ich möchte euch einfach Dinge berühren, wer sich mehr davon überzeugen will oder mehr sich damit beschäftigen will, wir haben einen Büchertisch, ihr könnt alle unsere Produkte, es sind Dutzende von Büchern und Filmen und, könnt ihr alle gerne einfach als Geschenk mitnehmen, ohne euch verpflichtet zu fühlen, dafür zu bezahlen, das ist bei uns Sitte, aber ich muss halt viele Dinge einfach nur streifen, ich kann nicht auf alles eingehen, auf allem eine exegetische Linie aufbauen. Wichtig ist, wir müssen wissen, wozu wir Menschen überhaupt hier sind. Das mache ich jetzt einfach so mit dem Streich. Das wären ganze Studien, die aber alle da hinten liegen, wie gesagt. Wir Menschen sind einfach nicht geschaffen, um hier ein paar Jahre schön zu haben, ein paar Jahre ein Luxusleben aufzubauen und dann wieder zu verschwinden wie ein Dampf, wo du nicht weißt, woher er kommt, wohin er geht. Wir Menschen nach der biblischen Offenbarung haben einen bestimmten Zweck und wir sind Gegenspieler des Bösen. Ausgerechnet, das offenbart die Bibel, ausgerechnet das Schwächste ist bestimmt, das Stärkste zu überwinden. Das ist Gottes Methode, das ist Gottes Plan. Ich sage dir ein Wort zur Heiligen Schrift. Wir nennen sie nicht umsonst heilig. Wenn man ganz schwere Erfahrungen gemacht hat, die man nie wieder vergessen will, was würdest du machen? Du hast irgendwas ganz Krasses erlebt. Du willst es niederschreiben und du willst sicher sein, dass die Leute nach dir verstehen, dass es etwas ganz Besonderes ist, dass man hier so ein Augenmerk drauf halten muss, dass man alles daneben vergisst, dass es auf keinen Fall wieder verloren geht. Wenn du solche Erfahrungen machst, ich sage, wie es die Alten gemacht haben, die Ahnen, sie haben es heilig genannt. Heilig. Wer es antastet, ist heiliger Boden. All diese Dinge, Offenbarungen, Erfahrungen und so weiter. Darum heißt es Heilige Schrift, Heilige Schriften. Das macht man nicht aus Spaß. Das macht man, damit niemand je auf die Idee kommt, das wieder anzutasten. Ja. Beispiel, Ausbruch einer Seuche. Wenn du merkst, die Pest, das hat einen Zusammenhang. Die Leute waschen sich zu wenig. Nur ein kleines Beispiel. Und du merkst, Millionen verlieren das Leben, weil die Menschen sich zu wenig waschen. Jetzt ist die Seife mal hier. Da kannst du eine Heilige Schrift draus machen, weil du weißt, wann immer wieder die Menschen sich zu wenig pflegen, kommt die Pest wieder. Einfach so als kleines Beispiel. Darüber gibt es ganze Studien, da gab es jahrzehntelange Kämpfe, weil man dagegen
gespottet und getrieben hat, wie gegen 5G und gegen Mobilfunk. Ja. Der Dr. Weiss, der hat da sich durchgesetzt, hat die Hygiene entdeckt, dass damit die meisten schweren Krankheiten zusammenhängen. Siehst du, das muss man in ein Buch schreiben und sagen, heilig, heilig, bloß nie mehr in dieses Zeitalter der Unhygiene zurückfallen, damit sich das nicht wiederholt. Hat man es wiederholt, damals ging es um den Kindertod, um die Pest, weil die gleichen Ärzte, die Frauen entbunden haben, haben hinten mit toten Kindern in den Händen fabriziert und haben den Tod direkt in die Frauen hineingelegt. Ja. Bis das zu Ende war, sind Millionen gestorben. Ja. Also, so viel zur Heiligen Schrift. Ich glaube der Heiligen Schrift, weil sie auf Erfahrungen beruht, auf messbaren, erfahrbaren Werten, die ich jederzeit nachexerzieren kann, wie ein Physikbuch. Ich kann es wegwerfen, das ist meine Freiheit, aber dann muss ich die Physik neu zusammenbasteln, zusammenforschen, zusammentragen. Und Jahrhundertprozesse beginnen von vorne, wenn ich es übersehe. Also die Bibel offenbart, der Mensch ist Gegenspieler und Richter des Bösen. Und wenn wir sagen des Bösen, meinen wir es nicht nur einfach so pauschal, so ein bisschen, was nicht so gut ist, sondern böse. Nein, die Bibel offenbart, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Unser Kampf ist vielmehr gegen Mächte, gegen Geistesmächte der Finsternis, gegen Geister und Gewalten in den himmlischen Dimensionen. So wird es in Epheser 4, Apostel Paulus, unser Nationapostel, wird es so definiert. Herrschaften, himmlische Herrschaften, Mächte und Gewalten, also Throne, die weit über unserem Stand sind, Geistwesen, die auch Majestäten genannt werden, von ungemeiner Gewalt, die Naturgewalten und alles beeinflussen. Und wir sind buchstäblich wie Gras auf dem Dach, das verdorrt gegen diese Mächte. Wir haben keine Chance, absolut verloren. Und trotzdem leistet sich Gott das, wenn die ganze Studie zu zeigen, ich werde durch das Schwächste das Stärkste überwinden. Schon in 1. Mose sagt er zum Teufel, der Same der Menschen, er wird dir den Kopf zertreten, du wirst nach seiner Ferse schnappen. Natürlich hat die Christenheit, die Kirche das dann alles auf Jesus gemünzt, bei Jesus gelassen, das ist sein Job. Er ist gekommen, ist am Kreuz gestorben, wir kennen die Geschichte, dann sagt man, er hat den Teufel besiegt. Aber irgendwas passt hier nicht, habt ihr auch schon gemerkt. 2000 Jahre lang behaupten die Christen, Jesus hat den Teufel besiegt. Und jetzt diese zwei Infogiganten, ja, als kleiner Abstrich von einer Tragödie ungleich größeren Ausmaßes. Kannst sagen, ja, und was läuft hier? Wie kann er den Teufel besiegt haben, wenn er hier so tobt? Versteht ihr? Also hier müssen wir revidieren. In der Urschrift, in der Heiligen Schrift steht, aus der Same, das sind wir, aus den Menschen, daraus wird Gott sich, aus dem Schwächsten, wird er sich eine Macht bereiten, durch die er selber, Gott selber, Gestalt gewinnt und das Böse bezwingt. Durch das Schwache, auf das er das Starke zu Schanden mache. Durch das Törichte, wagt sich die Bibel sogar zu sagen, durch das, was völlig unsinnige Dinge tut, macht er die Weisen zu Schanden. Und da redet er, wie gesagt, in erster Linie von den Majestäten in den himmlischen Gewalten, die voller Bosheit sind, voller Schlechtigkeit. Das muss man einfach mal wissen. Dieses Spiel ist im Gang und wenn du sagst, ja, ich bin hier, um schön zu haben, dann zu sterben und zu gehen, das mag deine Idee sein. Für dich mag das toll sein, toll klingen, aber es ändert nichts an der Urbestimmung des Menschen. Die Presswehen, die im Gange sind, diese Spiele der Mächte, die formen uns da hinein, bis der Hinterste und Letzte begreift, ich habe kein schönes Leben mehr hier unten. Ich muss in meine Bestimmung rein. Ich muss mich hier einbringen. Du wirst in Schwarm hineingezogen, hineingedrängt, hineingepusht, hineingeprügelt von irgendwelchen Kräften, die dich nicht mehr in Ruhe lassen, die dich Tag und Nacht verfolgen, dir schwer machen, bis auch du so weit bist, dass du sagst, was läuft hier? Und wenn du deine Bestimmung gefunden hast, beginnst du tief durchzuatmen und ich hoffe, dass das heute geschieht mit dieser Verkündigung, dass du verstehst, was hier im Gange ist. Ja. Aber seht, jetzt kommen wir zu einem entscheidenden Punkt, weil wir Menschen mit unseren eigenen Vorstellungen, wir stellen immer wieder alles auf den Kopf.
Wir lassen das nicht an uns heran. Wir sagen, ja, die Heilige Schrift, das ist irgendwie so ein frommer Zauber hier, mit dem mag ich nichts zu tun haben. Darum habe ich ein paar Worte darüber verloren. Dasselbe Problem haben alle Religionen mit ihren heiligen Büchern. Ja? Weil der Mensch so ein bisschen schlau sich selber aus der Affäre ziehen möchte. Er möchte seine Ruhe haben. Ich ehrlich gesagt auch. Ich habe es schon tausende Mal versucht. Geht nicht. Wenn du gerufen wirst, wenn die Natur ruft, wenn Gott ruft, sagst, wenn du ein anderes Vokabular hast, sagst, wenn die Matrix wirkt, dann stehst du einfach Gewehr bei Fuß, ich sag dir's. Da zählt das eigene Wollen nicht. Du wirst so lange mit dem konfrontiert, bis du ein anderes Wollen in dir trägst. Ganz von selber, dass du sagst, jetzt nie mehr so, jetzt gehe ich in eine andere Richtung. Ja. Also wir stellen alles auf den Kopf. Aber ich sage nochmal, was das Schwierigste ist. Ja. Angesichts dieses Übels gehen wir immer von uns selber aus. Das ist eines der schlimmsten Verfehlungen. Eine der schlimmsten Verfehlungen, wir gehen von uns selber aus, statt eben von Naturgesetzen, statt von Naturtrieben, statt von Naturereignissen, statt von Entwicklungen, die der Himmel so für uns vorprogrammiert hat. Diese Konfrontation ist genetisch in uns angelegt, der Menschheit jetzt. Ja. Ich habe es am Anfang schon gesagt, ich werde heute als Christ zu euch reden. Ich wollte mir viel mehr Zeit nehmen für diese Vorbereitung, um das in irgendwelche Sprachen zu übersetzen von Menschen, die mit Gott nichts am Hut haben. Es ist mir nicht gelungen. Wir hatten so krasse Konfrontationen mit den lebendigen Teufeln, da könnte ich den ganzen Tag erzählen, was wir allein die letzten Wochen erlebt haben an Konfrontation. Mir ist es vergangen, ist echt vergangen, eine neue Sprache zu entwickeln, nur damit du vielleicht ein bisschen zufriedener bist oder besser verstehen kannst, was es ist. Ich rede hier als Christ, ist das okay? Ich rede als Christ. Und die Anwendung, ich übe sie, wo ich es kann, versuche ich es zu übersetzen in deine Sprache, wo du Gott nicht in deinem Leben kennst oder wie auch immer. Das Problem ist, du kannst es selber dann übersetzen. Ich sage einfach, was die Sache ist. Christ, nicht Christ, ich sage es bald bei jeder Versammlung, Moslem oder Buddhist oder Hinduist, irgendein Idealist, nenne was du willst, es spielt gar keine Rolle, wie du dich benennst. Problem ist, du bist Mensch und ich bin Mensch und das ist unsere Setzung, wir haben dieselben Erfahrungen. Einfach jeder in seinem, auf seine Fasson, oder? Aber wir machen alle denselben Fehler und den skizziere ich hier wieder ganz kurz. Wir Christen sehen diese Weltkatastrophen erschrecken, sagen, das steht in der Bibel, die Heilige Schrift sagt, oh, es steht ja geschrieben, der Herr kommt vom Himmel und erlöst uns. Fantastisch, oder? Was macht der Christ? Er sagt, oh Herr Jesus, komm. Dann liest du in den Büchern die ganzen Streitereien, kommt Jesus, bevor der Antichrist kommt, bevor die Skandale über die Welt kommen, bevor der Teufel auf die Welt kommt, vorher, Mitte oder nachher. Da können sich die Köpfe einschlagen über Jahrhunderte hinweg. Vorher, Mitte, nachher. Jetzt sind wir ja schon nachher bald. Wir sind immer noch hier. Die Christen haben schwer einzusehen, dass sie wohl irgendwas nicht ganz verstanden haben. Seht ihr? Und so delegieren sie etwas, was für sie gedacht ist. Darum habe ich diese Grundlage gelegt. Der Christ oder der Mensch als schlechthin ist gesetzt, um diese Mächte zu bezwingen. Und er sagt, ich habe damit nichts zu tun, da kommt Jesus und erledigt das für mich. Der übernimmt das. Er führt uns aus all diesen Dingen heraus, sagt der Christ. Das, was der Christ sagt, sagt jede andere Religion oder Philosophie oder nenne es Ideologie, was du willst, sagt genau dasselbe, einfach mit anderen Worten. Ja? Aber ich sage jetzt, ich rede jetzt wie gesagt für Christ und du wendest es nachher auf dein Gebiet an, egal was du für ein Ist bist, oder? Christus, ich sage es euch Christen, einmal mehr, Christus ist nicht dazu da, um uns aus den Katastrophen herauszuführen. Es ist umgekehrt. Die Katastrophen sind dazu da, uns ins Reich Gottes hineinzuführen. Das ist ein Riesenunterschied. Aber die Christen bis heute schreien zu Gott, komm vom Himmel, du hast gesagt, du wirst wieder kommen. Nein, die Katastrophen sind dazu da, uns in dieses Reich des Christus zu führen. Und wenn wir sagen, das Reich des Christus, hat das kein christliches Privileg. Es ist einfach unsere Sprache, das zu beschreiben, was schwarmmäßig abgeht hier unten. Wir Christen haben denselben Fehler gemacht wie die Juden. Wir haben alles in Privatpacht genommen. Der Jude, ich, der Jude,
der Rest der Welt, oder? Das ist mein, nein, du hast da nichts verloren. Das war damit ein Grund, warum sie Jesus überhaupt gekreuzigt haben. Weil der Mann plötzlich kommt und mit Nicht-Juden mehr anfangen konnte als mit den Juden. Lies die Bibel, du wirst es sehen im Neuen Testament. Ständig hängt ihm irgendeine Hure am Bein, oder? Und benetzt ihn mit Tränen. Und tut aber Buße, sie bereut ihr Leben. Und dann hat es wieder mit Zöllnern zu tun. Dann sagen sie, oh Jesus, du Fresser und Säufer. Die Religiösen waren die Verwirrtesten hier unten. Und während Jesus sich mit Zöllnern und Sündern, sogenannten, mit Huren und allem Möglichen bestens arrangierte, beste Freundschaft pflegte, hat er die geistlichen Führer in die Pfanne gehauen, die sieben Weherufe sind zurück, die hallen heute noch nach, 2000 Jahre später. Er sagt, Weher, Schriftgelehrten, ihr Heuchler, oder Fassaden, ihr seid übertünchte Gräber, innen voller Rauben, voller Totengebeine. Und äußerlich schmückt ihr euch und schmückt die Gräber derer, die ihr umgebracht habt. Und. Da könnte man stundenlang zeigen, Jesus war komplett anders, als wie er an den Kirchenfenstern hängt und dargestellt wird. Oder? Dieses Einseitige mit dem Lamm in der Hand, dieses ewige Opfer, überhaupt nichts dergleichen. Wo Jesus war, da war etwas in Bewegung, alles gleichzeitig. Diese Art Evangelium, wie wir sie kennen von den Christen und Kirchen her, nichts dergleichen, nichts dergleichen. Keine Gefühlssteigerung, um irgendwelche religiösen Gutgefühle zu Gott, Versöhnlichkeit zu Gott zu zeugen. Nichts dergleichen. Versteht ihr? Das waren alles Ereignisse, alles Kraftwirkungen, alles Bewegungen. Während dieser Mann auftrat, hat sich alles verändert. Um ihn herum fielen die einen zu Boden, bereuten ihre Sünden. Andere flohen, die Gescheiten, unter den Leuten, sie waren verwirrt, sie kamen nicht mehr zurecht, Theologen am allerwenigsten. Warum? Weil überall Wirkung war, Wirkung war, Wirkung war, Wirkung war. Die einen wurden total blind und die anderen wurden sehend. Körperliche Krüppel wurden völlig gesund, Dämonen einfach weg, einfach in seiner Gegenwart, weg, weg, weg. Und andere wurden buchstäblich besessen in seiner Gegenwart. Seht ihr, in unseren Kirchenfenstern hast du immer nur die Taube und das Lamm dort, oder? Was stellvertretend was für dich tut, das stimmt alles nicht. Das ist eine einzige, bare Vermischung. Es stimmt zwar in sich als Einzelteil, aber nicht im Gesamtbild. Wo Gott ist, und ich sage jetzt Gott, wo Jesus ist, er repräsentiert Gottes Weise, Gottes Wirksamkeit. Das hat nicht christliche Privilegien, auch keine jüdischen. Das sind menschliche Privilegien. Er ist gekommen als des Menschensohn, sich 70 Mal Menschensohn genannt, um zu zeigen, ich demonstriere euch, wie der Mensch gedacht ist von Gott. Und so wie ich funktioniere, so kannst du erfahren, so ist Gott. Nicht wie dein religiöser Führer dich ausbeutend lehrt, dass du immer wieder Buße tun musst und dann später Kohle draus machen, ja, Ablasshandel und diese Dinge, ja. Oder überhaupt dieses ewige Geroppe, dieses Geschmiere, dieses Geschleife, dieses Zurückblicken. Jesus gekommen und hat gesagt, schau nach vorne. Wer zurückschaut von seinem Flug, der ist nicht geeignet für die Königsherrschaft Gottes, für das Reich Gottes. Da macht er alles kaputt, wenn er zurückschaut. Aber die Kirche hat immer zurückschauen, da habe ich noch gesündigt, da habe ich einen Fehler gemacht. Jesus hat das pure Gegenteil gelehrt. Hat gesagt, das sind Wirkungen. Da geschieht etwas. Glaubt daran, die Königsherrschaft ist nahe, ist unmittelbar geworden. Nicht zeitlich, sondern örtlich. Es sind Wirkungen da, Wirkungen des Lebens, Wirkungen des Lebens. Den einen schlagen sie, dass er sagt, ich habe Mist gebaut. Aber nicht, um dann zurückzuschauen in diese zerknirschenden Buße der Kirchen, hier ständig rumzuroppen, sondern um zu sagen, Mensch, ich habe Mist gebaut. Fortan, jetzt schaue ich vorne, jetzt mache ich es anders. Punkt. Keine Abrechnung mit alten Lasten, ganzen Sündenregistern und dieses Zeug. Mitgehen mit dieser Lebenskraft. Mitgehen mit dem, was das Reich wirkt. Nichts Zweites. Nichts Zweites. Ebenso könnte ich stundenlang nur diesen Bereich ausleuchten, um uns klarzumachen, die ganze Religion, die wir jetzt hunderte von Jahren gepflegt haben, ist eine einzige Menschenmache, ein einziges von sich selber ausgehen, anstatt von Gott ausgehen, anstatt von den Wirkungen Gottes ausgehen. Gott ist Wirkung, Gott ist Wirkung, Wirkung, Gegenwart, Kraft,
Kraft in diese Weise, Kraft in die andere Weise, Kraft nach vorne, Kraft nach hinten. Alles zugleich, alles zugleich. Wir Prediger haben bis heute den Eindruck, dass durch die Predigt alles vermittelt wird. Ich bin zu einer völlig neuen Erkenntnis gekommen. Wisst ihr, was ich denke heute? Ich bin wahrscheinlich heute euer größtes Hindernis. Es sei, ich treffe es auf den Punkt, dass ihr möglichst berührt werdet von dem, was ich sage. Wenn der Prediger irgendwas predigt, dann bemisst er sich selber. An dem habe ich alles erwischt, was ich gesagt habe. Habe ich alles richtig gesagt? War der Tonfall richtig? War die Rhetorik im rechten Moment? Solche Unsinn hat man schon auf der Bibelschule gelernt. Was Fakt ist, die Predigt ist in aller Regel die größte Gefahr. Warum? Weil die Leute sich wieder von sich ausgehend, dann vom Prediger ausgehen. Oh, das ist ein Hirte, oder? Den musst du dich halten. Und schon bin ich zum Sektenboss mutiert. Versteht ihr das? Die Predigt sagt in aller Regel, außer eben nicht, es gibt sich jemand solche Mühe, das möglichst zu vernichten, was ich hier mache. Die Predigt kann in aller Regel nur etwas tun, was du dann hörst und du denkst, ja genau das ist und da geschieht's. Aber während so einer Predigt geschehen tausend Dinge, die weder ich noch du noch irgendjemand weiß. Sie geschehen, weil Gott da ist, weil er eine Wirkung ist, weil er bei jedem anders wirkt. Diese Predigt wirkt auf jeden hier drin anders. Diese Predigt kann hier drin Menschen total kaputt machen, total verstocken und als Halbinvalide nach Hause schicken. Diese Predigt kann einen Toten im Geist völlig neu erwecken, dieselbe Predigt. Der eine kann aus dieser Predigt etwas komplett Verkehrtes ableiten, weil es kombiniert, assoziiert mit seinen eigenen Erfahrungen, etwas komplett Eigenes draus macht. Versteht ihr mich? Das sind alles Dinge, die Gefahren der Predigt. Ich habe Angst bekommen zu predigen, ihr Lieben. Ich habe tausende von Predigten gehalten in meinem Leben. Ich bekomme immer mehr Respekt, immer mehr Angst. Und ich sage, oh Herr, wenn ich da nur nichts kaputt mache, wüsste ich nicht, dass es dazugehört, ja, dass die Apostel uns beten lernen, lass dein Wort laufen und verherrlicht werden. Aber es heißt eben dein Wort. Versteht ihr? Die Predigt muss sein Wort sein. Ich kann ihr reden, was ich will. Wenn ich Gott durch diese Worthülsen in dein Herz hineintrifft, dir das gibt, was genau du brauchst. Und zwar völlig losgelöst von meinen Worten, weil er Kraft ist, weil er hier ist, weil er sich ereignet, wie er gerade will. Wenn Gott das nicht tut, sind wir verloren. Können meine Worte mehr zerstören oder ablenken von dem, was Gott eigentlich tut. In Wirklichkeit ist diese Krise, die hier unten läuft, eine Gebärmutter. Und wir können uns aufs Böse konzentrieren. Wir haben recht, es ist böse. Wir erleben es als böse und es ist böse. Es sind Dämonen im Spiel, die nicht mit sich verhandeln lassen. Es sind Kräfte im Spiel, denen du nie gewachsen bist. Ja? Aber wesentlicher ist, es sind Kräfte im Spiel. Und das Reich Gottes, das für alle dasselbe ist, das keinen christlichen, keinen jüdischen, keinen muslimischen, keinen irgendwas hinduistischen oder buddhistischen Charakter hat, sondern einfach Gottes Wirksamkeit. Sie formt und holt uns dahin, wo er uns haben möchte. Und darum sage ich mal ganz grundsätzlich, entstehen die Schwärme durch Wirkungen, ohne eine Predigt. Ohne eine Predigt. Wir versuchen das, was uns wirkt. Ja, wenn ich eine Wirkung habe, Leute zu sammeln, gegen 5G etwas zu unternehmen, dann ist das aus einer Wirkung herausgekommen. Nicht, weil ich das so wollte. Es hat eine jahrelange Geschichte von Wirkungen, die mich zuerst mal platt machen, die mich zuerst mal an den Rand des Todes brachten, dass ich weiß, wovon ich nachher rede. 1G, 2G, 3G, 4G, ich war halb tot. Ich wiederhole die Geschichte nicht um der Zeit willen, versteht ihr? Das sind Dinge von Wirkungen. Also ich mache das nicht einfach, weil ich die Idee habe, müsste man mal so organisieren. Wer hilft mir? Oh, die wollen alle nicht. Basta, gestorben. Nein, es sind Wirkungen, die dich so existenziell in die Mange nehmen, dich so leiden lassen, die dich so nahe kommen, so den Tod dir vor Augen malen, dich in den Tod reinziehen, dass sich das ereignet, was die Bibel sagt, die Heilige Schrift. In uns wirkt der Tod, sagen die Apostel. Warum? Damit aus dieser Wirkung, aus dieser Erfahrung das Ganze sich verwandelt, naturgemäß, in Leben. So wie der Tod in uns wirkt, so wirkt das Leben in euch, können Sie nachher sagen. Weil wir diese Todesmomente durchmachen, schwappt es über, verwandelt sich und kommt in Form von Kraft und Leben, von Motivation, von allem erdenklichen Segen auf das Volk. Nichts von Organisieren aus eigener Kraft, nichts von Ideen, was man da tun könnte, nur Not und Leiden und ein lebendiger Gott.
Jetzt habe ich eine wunderbare Schleife von einer Viertelstunde gemacht, anstatt durchzupredigen. So ist es gut. Ich kehre zurück zum eigentlichen Gedanken. Christus ist nicht dazu da, uns aus der Katastrophe zu führen, sondern die Katastrophen sind dazu da, uns in ihn hineinzuführen. Jetzt sage ich es mit anderen Worten. Gott ist nicht dazu da, welcher Gott auch immer. Kein Gott auf dieser Welt, von keiner Religion, keiner Ideologie ist dazu da, uns aus den Schwierigkeiten zu führen. Das ist Bettelstolz von kirchlichster Güte. Nichts dergleichen. Gott benutzt die Katastrophen, um uns in ihn hineinzuführen, in seine Person, in die Bestimmung, die der Mensch hat, damit er abräumt hier unten, damit er aufräumt hier unten. Ich habe ein ganzes Konzil gehalten darüber, Christus kommt wohl, aber wer die Schrift genau liest, aufmerksam, und ich überschritte sie aus dem Griechischen mit 7, 8, 9 Standardwerken, wo ich jede Facette finden kann, es ist das wahre Gegenteil von dem, was wir 2000 Jahre gepredigt haben. Christus kommt durch uns. Gott kommt durch uns. Er kommt wieder, ja. Aber durch uns diesmal. Darum die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Seht ihr, ich rede jetzt als Christ. Aber denkt ihr, das hat mit euch nichts zu tun, nur weil ihr Esoteriker seid oder weil ihr Moslems seid oder weil ihr Buddhisten oder Hinduisten seid. Denkt ihr, bei euch läuft es anders? So haben wir es in unserer Sprache, in der christlichen empfangen. So ist es bei uns. Und das ganze Gehabe zu Pfingsten mit Feuerflämmchen und so, das waren ja nur Zeichen, wie Gott es uns beigebracht hat. Die anderen Religionen haben ihre eigene Schiene. Sie müssen es aus ihrem Kontext herausfinden und lesen. Aber der Kontext ist nicht die Schrift, weder die Heilige Schrift, die Bibel, oder? Noch der Koran, noch irgendwas, sondern die Wirkungen Gottes. Wenn Jesus sagt, ich gehe weg von euch und ich gehe im Himmel hoch und ich sende euch den Heiligen Geist, dann hat er uns das wie kleinen Kindern so einen Malkasten, oder? So in Gleichnissen geredet. Und er sagt es nachher, das ist, ich habe nur in Gleichnissen geredet zu euch. Wenn er vom Vater im Himmel geredet hat, sagt Jesus eigener Mund, ich habe nur in Gleichnissen geredet, ihr könnt es gar nicht ertragen. Ihr könnt es gar nicht fassen. Ja? Tatsache ist, dass er da war und alle haben gesehen, wie ein Mensch lebt, der Menschensohn, Zeichen und Wunder und Macht hat und wo der Mann hinkommt, alles in Bewegung, alles schaukelt, alles wackelt, alles wird wieder gut, vieles wird schlechter. Ja? Wenn ihr die Männer vom hohen Ross runtergeholt hat auf der einen Seite, die Erbärmlichsten auf die Füße gestellt haben, alles durch Wirkungen. Seine Worte waren mehr begleitende Erscheinung, wo er erklärt hat, was hier geschieht. Ja? Und dann sagt dieser Mann, der jetzt die Hoffnung aller war, das ist der Messias, jetzt bringt er unsere Welt in Ordnung, jetzt macht er das wunderbar, sagt er einfach, also tschüss, ich gehe jetzt, sie werden mich kreuzigen, ich werde aus den Toten auferstehen, hat er vorher klar und deutlich gesagt, ich werde gehen, aber es ist gut für euch, freut euch, denn sonst kommt der Geist nicht auf euch. Auf euch, auf euch, auf euch. Das war das Ziel Gottes, von allem Anfang an. Nur eine Degustation, Jesus als der Menschensohn, der den Menschen beweist, zu was der Mensch gebaut ist, in der Lage ist, hat die Teufel reihum ausgetrieben. Sein Dienst, ein Drittel von seinem Dienst, hast du gesehen, wie die Menschen von Teufeln befreit wurden, wie die Dämonen schrien, wie sie am Boden rumspickten, wie sie heil wurden, heil, heil. Ja? Und dann geht er und sagt, ich gehe zum Himmel, und dann haben sich die Menschen das so bildlich und alles vorgestellt. Der Punkt ist, weil er ging, hat er im Geist Raum gemacht, dass man nicht auf ihn fixiert bleibt. Auf ihn als Retter, als Heiler, als Heiland von dem Himmel her, damit er alles in Ordnung bringt hier unten. Er gegen 5G, ganz allein. Oder? Er gegen all das, was ich im Infogiganten gezeigt habe und dann darüber hinaus noch der ganze Berg. Er allein, das hätten wir gerne. Ja? Nein, er hat gesagt, ich muss gehen, sonst hat der Geist in euch keinen Raum. Der Geist war doch schon da. Lest die Bibel, Jahrtausende zurück, da hast du Menschen, einzelne Menschen wie Elisa, wie Elia, Bileam von mir aus, die haben ganze Völker in der Kraft des Geistes unter die Ordnungen zurückgeführt, von der Dämonie befreit, schon Jahrtausende vorher. Der Geist war immer schon da. Aber wir verstehen so wenig, wozu wir da sind. Bis zu einem Propheten Elia, eben hat er noch Feuer vom Himmel heruntergerufen, über einer gottlosen Satanistin, die ganzen Völker vernichtet hat. Er ruft Feuer runter über die Satanspriester, dass sie allesamt weg sind, alle tot, oder? Und als nächstes macht er in die Hose, weil er sagt, hat eh keinen Wert. Nur weil eine Frau gesagt hat, die werde ich jetzt an den Kragen, oder? Diese Königin Isabel, oder?
Das war das Problem. Wir haben nie erkannt, wozu wir da sind, wozu wir geschaffen sind. Jesus ist gekommen, um zu demonstrieren, was es ist, was in uns angelegt ist, was der Punkt ist. Aber siehst du, wir Christen warten auf ihn vom Himmel. Und das ist falsch. Es ist definitiv falsch. Die Esos, ich mache es jetzt ein bisschen plakativ, gell? Ich weiß, dass es immer überall Ausnahmen gibt und. Ja? Aber die Esos unterm Strich warten auf die, wie soll ich sagen, auf die himmlische Matrix, dass sie das in Ordnung bringt. Ja? Ja? Und wie ist es mit den anderen? Ich sage gleich, wie es ist, ja? Weil wir alle haben Gott total missverstanden. Wir alle haben die Naturereignisse oder Gesetze total missverstanden. Kein Gott von keiner Religion macht die Arbeit für seine Religiösen. Kein Gott der Ideologen macht ihre Arbeit. Aber der Mensch an sich, nicht nur der Christ und der Jude, machen alles verkehrt. Der Mensch an sich macht immer denselben Fehler. Also ich sage es nochmal auf den Punkt genau. Es ist falsch, dass der Eso auf Außerirdische zum Beispiel hofft, die ihm dann aus der Patsche helfen, dass sie mit ihren UFOs daher fliegen. Das höre ich. Genau dasselbe ist, und das ist die Sprache der Esos. Sie sagen, die Außerirdischen kommen, sie helfen uns, oder? Von außen, mir helfen. Anstatt zu erkennen, Gott will in dir Geschichte machen, will aus dir hervorbrechen, will aus dem Schwachen das Starke bezwingen. Sagen sie, die Außerirdischen kommen, habt Trost. Dasselbe, einfach ein anderer Begriff für Jesus kommt vom Himmel. Seht ihr es? Passt gut auf, was ich sage, das ist die Wahrheit. Ja? Und das ist falsch, sage ich. Es ist falsch, wenn der Moslem genau einen dasselbe verkehrt macht. Er wartet auf den Mahdi oder wie er es immer nennt. Es ist sein Erlöser. Der hat es auch hingekriegt, dass er sagt, er kommt zusammen mit dem Jesus wieder. Wenn doch die Moslems nur verstehen würden und wir Christen, dass die Christen und die Moslems sich in der Endphase vereinigen, weil Gott in ihnen gemeinsam kommt. Versteht ihr? Das kommt von innen her. Und glaubt es, viele Moslems beginnen es zu begreifen, immer mehr. Und immer mehr Christen beginnen es zu begreifen. Hier drin hast du Hunderte, die das begriffen haben und in diese Übung eingehen und es zulassen. Nicht mehr sagen, Jesus kommt vom Himmel, sondern sagen, Jesus kommt mit deiner Kraft mehr und mehr durch uns. Durch uns. Erweise das, was du als Jesus von Nazareth getan hast, auch durch uns, durch mich, durch dich, durch jeden Einzelnen hier. Und der Mahdi vom Moslem, Gott kommt durch den Moslem, durch die Kraft, durch die Ereignisse, nicht durch die Theologie weiterhin. Wir schlagen uns längst nicht mehr die Köpfe ein hier. Irgendwelche Theologien, heißt der Jesus, heißt der Allah, heißt der und, all diese alten Zöpfe, da haben wir nichts damit am Hut. Ich begegne überall Menschen aus allen Schichten, die dem Ereignis folgen. Ja, ihr habt Freundestreffen gesehen. Diese innigste Liebe, die innigste Kraft mit diesen bärtigen Moslems. Ja, vom christlichen Standpunkt her das barste Gegenteil, was es unter dem Himmel gibt. Sie sagen, das ist der Teufel, oder? Die glauben an den Teufel, sagen sie. Und ich habe fest mal mit diesen Führern, die Hunderttausende von Menschen in die Richtung ziehen, wo die Wehen sind, wo aufgehört haben zu streiten. Wir liegen uns in Armen. Und gehen mit den Wirkungen mit, die ein und derselbe Gott querbeet eintut. Und sie hören auf, dieser Mann, mit dem ich da abgelichtet war am Freundestreffen, dieser Führer, er sagt, es ist Schluss und fertig, Gott muss durch uns die Werke tun. Jetzt hat er es verstanden, oder? Und dann findet er es auch im Koran, ja? Aber so können wir jetzt den ganzen Tag weitermachen. Es ist falsch, wenn auch die Weltmenschen auf die Militärs warten. Es ist wieder dasselbe, seht ihr? Passt mal auf, es ist dieselbe Sprache, es ist dasselbe Verhalten, dasselbe Grundmuster. Die Menschen, anstatt selber die Verantwortung in die Hand nehmen, warten auf die Militärs, dass sie den Frieden bringen. Und dann kommen sie natürlich, oder? US-Militär, allem voran, die ganze Administration darüber, wo ein Krieg vom anderen vom Zaun fällt und die Menschen machen Applaus, wie wenn wir sagen, Jesus ist gekommen. Ja? Der Wim Malgo, der Israel-Freak, der hat bei jedem neuen Flugmodell, der Israeli, hat er applaudiert und gesagt, Jesus kommt wieder, jetzt kommt er durch die Juden wieder, oder die Militärs. Jetzt hat er diesen neuen Jet und diese Bomben und so. Als Prediger vom Evangelium, stellt euch mal vor, was ist falsch daran? Die Bezeichnung der Maschinen sicher nicht. Falsch daran ist die Erwartung, dass sie auch von außen auf etwas warten, was uns erlöst, anstatt zu merken, du hast die Verantwortung, Gott durch mich, Gott durch dich, Gott durch uns als Schwarm, versteht ihr? Wir können das auflösen. Und wie ich gesagt habe, wir können hier beliebig fortsetzen, die Wissenschaft,
Es ist einfach eine andere Art der Religion. Sie setzt ihre Hoffnung auf die künstliche Intelligenz. Und alle sagen, oh, die künstliche Intelligenz, wir werden erlöst. Von wo? Von außen. Aber die Wissenschaft kommt vielleicht der Sache am nächsten, weil sie beginnt, Mensch-Roboter zu machen, oder? Dass du einen stählernen Arm bekommst, oder? Überkräfte hast, dass du einen Chip im Kopf drin hast, der dich übernatürlich intelligent macht, künstliche Intelligenz. Eigentlich ist die Wissenschaft am nächsten dran. Aber es ist wieder dieser verdammte Baum der Erkenntnis, versteht ihr? Es ist wieder das Menschgemachte, es ist wieder das, was du dir selber veränderst in deinem Kopf, in deinen Armen, in deinen Beinen. Und alles schön aufgezäumt an der Medizin, an der Wissenschaft. Oh, die Wissenschaft, Anbetung, oder? Ist eine Religion wie jede andere. Und sie ist so falsch wie jede andere. Jede Religion macht denselben Fehler, versteht ihr mich? Es muss von innen kommen. Gott gewirkt. Nicht durch Menschen. Sie sollen aufhören, die Wissenschaft auf die künstliche Intelligenz zu hoffen. Die Reichen hoffen auf bessere Aktienkurse. Die Menschheit. Oh, alle, ich muss hören, Meditierende aller Gattung warten auf ihre aufgestiegenen Meister, dass sie wiederkommen. Es ist immer dasselbe. Der Punkt ist, es kommt nicht von außen, es muss von innen kommen. Gott ist ein Gott aller. Er macht bei allen dasselbe. Er macht bei Moslem, bei allen Religionen, bei allen Ideologien dasselbe. Das ist die Erweckung, die jetzt hervorgepresst wird, weil uns irgendwann der Atem ausgeht. Irgendwann muss auch der letzte verdrehte Christ merken, dass Jesus nicht so kommt, wie er es gedacht hat. Ja? Und muss verstehen, was wir seit Jahrzehnten jetzt bald predigen. Wir müssen selber Gestalt gewinnen. Ja? Also, unsere Widermächte, unsere Widerspieler sind übernatürliche Mächte, die auch an uns, in uns und durch uns wirken. Genauso wie Gott es tun möchte. Die Bösen machen es uns vor. Ja? Sie kommen zwar von außen, aber sie nehmen immer mehr Gestalt von innen. Sie hören die Menschen von innen aus. Gott möchte die Menschen von innen her füllen. Ja? Und darum ist das Ziel aller Krisen, nochmal zusammengefasst bis hierher, dass wir alle gemeinschaftliche Schwarmgestalt erlangen. Dass wir Schwarmgestalt anziehen. Wie ein Magnet oder wie ein Kleid, kannst beide Bilder verwenden. Das sind die Presswehen, die uns da hinein manövrieren, dass wir merken, so macht es Gott. Nicht mit Juden, nicht mit Christen einzeln, sondern mit der Menschheit. Ja. Und alles, was Jesus war und demonstriert hat, das sind wir. Er hat es geoffenbart, dass wir unser Menschsein begreifen. Dem Teufel ist es freilich gelungen, das Ganze in ein schiefes Licht zu bringen, aus ihm so den Einzelpart zu machen, wie ich es eben geschildert habe. Das geht hin bis in die tiefsten Schriftstellen, die Bibel. Aber das haben die Menschen, trotz Urtext, der klar spricht, haben sie sich gemäß angepasst, weil sie von sich ausgegangen sind, von den menschlichen Möglichkeiten. Haben zum Beispiel Johannes 1, dort im Evangelium, das tiefste Evangelium überhaupt in der Schrift, haben man übersetzt, wir sahen ihn, wir sahen seine Herrlichkeit, als man von Jesus geredet hat. Wir sahen seine Herrlichkeit, dann steht in unseren deutschen Bibeln geschrieben, wir sahen Jesu Herrlichkeit, seine Herrlichkeit als die des einzig Geborenen eines Vaters. Haben sie einen Artikel reingemischt dort im Deutschen, wo gar kein Artikel ist. Und von daher hat man das Ganze nachher aufgezäumt und aufs Abgleis geführt, hat der Teufel benutzt, um uns zu sagen, Jesus ist der absolute spezielle Fall, nie wirst du so sein, du wirst immer kläglich, kümmerlich, ohnmächtig, nichts bedeutend sein, würde ich auch machen übrigens, wenn ich der Teufel wäre und wüsste, das sind meine potenziellen Gegenspieler, würde ich sie möglichst im Staub behalten, dass sie möglichst nicht erkennen, wer sie sind, oder? Aber der Urtext sagt was anderes. Ich sage das wieder, ich übersetze jedes einzelne Wort, damit du nachher als Laie, noch so Laie, in ein paar Tagen jedes einzelne Wort selber nachprüfen kannst, bis zur Wurzel. Ich mache mir hier eine Riesenarbeit mit 120 Gehilfen, dass ich jedes einzelne Wort im Griechischen enthülle. Dort steht nichts von der einzig Geborene. Dort steht, ich sage es mal mit dem Begriff, was im Griechischen das dieses Hos bedeutet, da kann ich nicht näher darauf eingehen. Wir sahen seine Herrlichkeit quasi als wie eines einzig Geborenen vom Vater. Quasi, im Lateinischen Hos. Quasi, also nicht als der Absolute. Und darüber können wir uns jetzt wieder die Köpfe zerbrechen. War er dann das nicht auch? Natürlich war er das
auch. Er wird als der Logos enthüllt. Von ihm heißt es vorher, ein paar Verse vorher, im Anfang war der Logos. Du kannst dir das so wie ein, Jesus. Logos bedeutet der Ausdruck Gottes. Du kannst es so wie, ich weiß nicht, wie ist das, da bin ich am Forschen, ich brauche 1000 Worte dazu. Wie ein Samenfeld, wie ein Ausdruck, der potenziell alles in sich trägt, was Gott ausmacht. Im Anfang war der Logos und der Logos war hin zu Gott wie ein Schatten oder wie ein Ausfluss, wo alles repräsentiert, was Gottes Allsein ausmacht. Der Bewegliche, der sich Gestaltende, der Ausdruck Gottes. Im Anfang war der Logos. Und der Logos war zu Gott hinführend, heißt es. Und der Logos war Gott. Der Logos war Gott. Und dann heißt es, nichts, alles ist entstanden durch diesen Logos. Die Welt ist entstanden durch diesen Logos. Du kannst es vorstellen wie ein Same, der aufgeht. Einfach weil er so ist, bringt die ganze Welt hervor, mit all den physikalischen Gesetzen und, und. Dann heißt es, durch den Logos wurde die Weltzeiten vorherbereitet, die ganzen Geschichtsetappen, von denen wir jetzt gerade sprechen, wo sich Dinge ereignen, wo sich Wirkungen, Zeitalter ereignen, durch den Logos, durch den Selben, alles bereitet. Und dann heißt es, und der Logos wurde Fleisch und wohnte unter uns. Ja, soll jetzt Jesus kommen und sagen, hallo ihr Lieben, ich bin Gott. Der hätte gerade eine Kugel gehabt im ersten Moment, oder? Wie bringst du das deinen Söhnen bei? Aber Jesus hat eine klare Sprache geredet. Er hat zum einen die Sprache der Tat geredet. Er hat die Macht Gottes in jeder erdenklichen Weise getragen. Dass wenn immer ein Werk getan hat, kam kein Mensch auf die Idee, dass das von Jesus, dem Nazarener, gekommen ist. Die Werke waren so krass, so durchschlagend, dass jeder gleich mich auf Gott konzentriert war. Entweder Gott oder der Teufel. Die ganzen Pharisäer sagen, das ist vom Teufel besessen. Das können nur Teufel solche Werke tun. Und Jesus sagt, interessant, dann treibt also einen Teufel den anderen aus. Und er sagt, wenn ihr mir nicht glaubt, glaubt meinen Werken. Wer kann Tote auferwecken? Wer kann über alle Naturgesetze herrschen? Wer kann heilen nach Belieben? Wer kann all diese wunderbaren Dinge tun? Ja. Aber keine einzige Silbe davon, dass er sagt, ich bin Gott. Keine Silbe, nur Taten. Nur Taten. Und dann unter dem Gedränge, unter dem Gewürge der Schriftgelehrten, dieser religiösen Wahnsinnigen, pressen sie ein Wort irgendwann aus ihm heraus, das ihm raus rutscht, dass er ein Sohn Gottes ist, ein Sohn Gottes. Ha, haben wir dich, oder? Und dann kommt diese verblüffende Rede von Jesus, wo er sagt, was macht ihr hier für ein, ich sage es jetzt mal menschlich, für ein Affentheater? Weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn, steht denn nicht in euren Schriften geschrieben? Ich habe gesagt, das ist Psalm 82,6, ich habe gesagt, Jahwe, Gott, ich habe gesagt, ihr seid Götter, ihr allesamt. Seid Söhne des Höchsten, ihr allesamt. Was macht ihr für ein Theater, sagt Jesus, wenn ich sage, ich bin Sohn Gottes oder ein Sohn Gottes, wie auch immer. Er hat es ja über euch genauso gesagt. Was ist das Außergewöhnliches? Da hat Jesus die Katze aus dem Sack gelassen. Oder? Ihr seid Götter, ihr seid Tei, ihr seid, ja, Gott, Mehrzahl von Gott. Ihr seid alles, Söhne, alles Söhne, allesamt. Und darum hat er sie nachher Brüder genannt. Freimütig hat er uns Brüder genannt. Als Brüder von dir und mir, oder? Ganz freimütig, als Bruder. Warum? Hätte er jetzt nicht sagen müssen, ich bin der Logos, jetzt predigt mich 2000 Jahre als der absolute Logos, als der absolute, einmalige Gottessohn und kein zweiter und ihr seid alle Würmer und bleibt Würmer, ihr seid zwar begnadigt und jeden Tag dürft ihr eure Sünden wieder abwischen, ich habe das für euch im Kreuz gemacht, aber bitte nicht mehr. Werdet noch ein bisschen heilig, ein bisschen lieber, ein bisschen frommer zueinander und das war's. Versteht ihr mich? Nichts dergleichen. Gesagt, ihr seid Götter. Ihr seid allesamt, allesamt steht, Söhne des Allerhöchsten. Entwickelt euch bitte da rein. Ja? Und wenn er geht, kommt er wieder, das heißt, in seinem Geist. Also er hat nicht gestritten, gesagt, ich bin der Logos, du bist ein Erdenwurm. Gesagt, wir sind allesamt, was ich euch gezeigt habe, war das Muster, die Degustation, wie ein Sohn Gottes lebt. Nichts Zweites. Natürlich, jetzt können wir uns auf die ganzen Theologien einlassen. Das hat an einem solchen Tag schlicht keinen Platz. Ich werfe die Dinge einfach mal so rein, genau wie er es auch gemacht hat. Völlig ungeschützt,
völlig haltlos, wie soll ich sagen, völlig aufs Risiko, dass hier ein Riesenunfall passiert. Aber ich vertraue nur auf eins, wisst ihr was? Die Wahrheit wird euch frei machen. Du magst deinen religiösen Kopf durcheinander bekommen durch diese Predigt, wenn du Christ bist. Du magst, wenn du irgendwas bist, ein Problem bekommen damit. Was soll ich sagen? Ist mir eigentlich einerlei, weil die Wirkungen Gottes entscheiden. Jesus hat die Dinge kreuz und quer gesagt und hat sich verlassen darauf, dass der Vater, wie er ihn immer nannte, das sind ja Bilder für uns, oder? Das ist die Verlängerung, die du auch du hast. Du hast einen Vater. Das meint nichts anderes als den Geist, der das ganze Universum trägt und gestaltet, wo du ein Teil bist davon. Gott ist Geist, Gott ist Seele, Gott ist Leib, Gott ist, wie soll ich sagen, eben der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Jeder von uns ist dasselbe. Und Kolosser 2,9 haben es unsere Apostel wörtlich zusammengeführt. Es wohnt, Kolosser 2,9, es wohnt die Fülle Gottes in dich hinab. Jeder, der hier drin sitzt, jeder, der das hört, jeder einzelne Mensch hat potenziell, ich sage es jetzt mal modern, vom Quantenfeld her, wohnt Gott in jedem einzelnen Menschen in seiner ganzen Fülle der Gottheit hinab, hinein ins Herz. Alle Möglichkeiten Gottes sind deine Möglichkeiten. Alles, weil er deine Verlängerung ist, weil du ein Teil Gottes bist, weil du ein Auswuchs bist. Und wenn wir Söhne hören, sind wir schon wieder vom Gleis. Dann haben wir unsere 1000 Schubladen und sagen, ja, Sohn Gottes, der eine, der andere. Nein, Sohn ist ein Bild. Jesus hat gesagt, ich habe in Gleichnissen zu euch geredet. Sohn ist ein Bild, Vater ist ein Bild, Heiliger Geist ist ein Bild. Das sind alles Begriffe, damit wir kleinen Kinderlein, so einem kleinen ABC, irgendwo merken, da gibt es was, oder? Fakt ist, du bist ein Wesen Gottes. Egal, was du da oben für Religion im Kopf hast, du bist, was du bist. Diese Konstellation hat jeder mit auf den Weg gekriegt. Ja? Gott ereignet sich in allen gleich. Man muss es sich halt auf verschiedene Weise mitteilen. Ja? Aber Gott wohnt in seiner Fülle in dich hinab. Und da möchten wir nach der Pause jetzt weitermachen. Ich hoffe, ihr seid noch ein bisschen mit mir. Mögt ihr noch ein bisschen? Wir machen keine lange Pause, aber ich muss noch mal nachher, bitte. Es kommt heute noch ein wunderbares Programm. Ich werde mich jetzt zurückziehen und überlegen, wie ich das in Kürze noch hinkriege, was noch sein muss. Aber bitte hart mit mir aus, das sind Dinge, die müssen uns mit nach Hause nehmen. Nicht wir sie, sie uns.